Wenn das durchgeht, dann können Elektroautos gar nicht mehr geladen werden. Sind die in England etwa dümmer als wir? Also dieser Beitrag gehört meiner Meinung nach eher in den Lokus. Es lohnt sich also bei solchen Artikeln mal genau hinzugucken. Hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seid hier auf dem YouTube-Kanal von Steve und Julian. Und wenn ihr euch sachkundig, kompetent und vor allem neutral über das Thema Elektromobilität und erneuerbare Energien informieren wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig und gerne abonniert unseren Kanal, wenn euch das gefällt, was wir für euch machen. Heute geht es im Speziellen mal wieder um einen Tipp, den wir von einem unserer Zuschauer bekommen haben, nämlich um einen Artikel, der auf Focus Online erschienen ist, und dass der Focus Online hier mal wieder voll in den Lokus gegriffen hat, das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Der Beitrag, den wir jetzt mal gemeinsam durchgehen, heißt Stromrationierungen, Doppelpunkt, drehen Baerbock, Scholz und Laschet E-Autofahrern den Saft ab? Fragezeichen. Das ist natürlich wieder mal eine echt provozierende Überschrift, und jeder E-Auto-Hasser, der wird mit Freude diesen Artikel gelesen haben und sich die Hände gerieben haben. Wir gucken aber mal genau hin, was da eigentlich drin steht. Ich gucke mir das Ganze mal hier im Lesemodus an, deswegen wundert euch nicht über die etwas eigenartige Darstellung. Okay, es geht los. Da steht schon mal als erstes, während Fridays for Future auf der ganzen Welt demonstriert, zeigt sich, wie schwierig die Energiewende wirklich ist. Und was auf E-Fahrer in Deutschland warten könnte, das zeigt jetzt Großbritannien. Denn dort sollen 9 Stunden am Tag E-Autofahrern der Strom in der Garage zum Nachladen abgedreht werden. Hier also wird sozusagen suggeriert, naja, während die Jugendlichen da auf der Straße demonstrieren und eigentlich keine Ahnung von nichts haben, zeigt sich in Großbritannien, worauf wir uns wirklich einzustellen haben, wenn diese Szenarien eintreten. Nämlich uns wird viele, viele Stunden am Tag der Strom abgedreht. Da können wir dann unsere Elektroautos überhaupt gar nicht laden. Und wie soll das denn eigentlich alles gehen? Das Ganze ist natürlich ziemlich reißerisch umschrieben. Und es geht hier natürlich wieder mal um die Problematik der Spitzenglättung. Wir gucken jetzt mal ein bisschen genauer in diesen Beitrag rein. Hier wird also beschrieben, dass man in England jetzt angeblich plant, nämlich ab Mai 2022, privaten Ladestationen vormittags von 8 bis 11, als auch abends von 16 bis 18 Uhr den Strom abzudrehen. Das Ganze ist aber nichts Neues, denn so etwas gibt es schon. Bei mir zu Hause zum Beispiel ist es auch so, dass die Wallbox am Stromzähler der Wärmepumpe hängt, und die wird auch zweimal am Tag abgeschaltet. Zwar nicht insgesamt für 9 Stunden, sondern nur für 3 Stunden, aber in anderen Bereichen Deutschlands, wo andere Verteilnetzbetreiber tätig sind, wird der Strom zum Teil auch für einige Stunden am Tag abgedreht. Ist das ein Problem? Kann man so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Für uns ist es überhaupt kein Problem. Die Abschaltzeiten tagsüber sind einmal am Vormittag für 1,5 Stunden und einmal am späteren Nachmittag für 1,5 Stunden. Haben wir persönlich in den letzten Jahren noch nie als Problem irgendwie erlebt, weil wenn, lädt das Fahrzeug eh zu anderen Zeiten. Denn vormittags oder nachmittags, da ist das Auto ja sogar noch unterwegs, oder ich bin oder meine Frau ist nicht da. Wir sind mit dem Fahrrad unterwegs. Das Auto muss zu der Zeit gar nicht geladen werden. Und letztlich leisten wir damit ja auch einen Beitrag, das Netz ein wenig zu entlasten. Also ob das tatsächlich ein Problem ist, das wird sich zeigen. Wir kennen alle die Zahlen, Autos stehen am Tag 23 Stunden rum. Aber wir gucken mal weiter rein. Begründet wird das Ganze mit befürchteten Blackouts. Ja, da ist es wieder, die Blackouts im Verteilnetz, die uns allen drohen, wenn wir alle elektrisch fahren oder Wärmepumpen verwenden und alle Elektroautos gleichzeitig laden. Auch hier wissen wir ja aus vielen, vielen Untersuchungen. Schaut mal zum Beispiel die Videos, die wir mit der NBW zusammen aufgenommen haben, dass diese Befürchtung, dass alle ihr Auto gleichzeitig laden, völlig unbegründet ist und man zum Teil Tiefgaragen mit etwa 60 Parkplätzen bereits mit einem 22 kW Anschluss wunderbar und problemlos versorgen kann. Nochmal, eine Tiefgarage wurde dort festgestellt, mit 60 Stellplätzen kann man mit einem 22 kW Anschluss problemlos versorgen. Ja, und da lädt nicht auch jeder gleichzeitig, so wollte ich es eigentlich sagen, sondern der Alltag ergibt es, dass man zu unterschiedlichen Zeiten lädt und vor allem ja heute auch nicht mehr jeden Tag. Also das ist auch schon wieder kompletter Unfug, der hier steht. Dann nächste dicke Überschrift, Stromrationierung für Elektroautos. Wieso eigentlich für Elektroautos und nicht mal für Handmixer oder was? Aber gut, lassen wir es gut sein. Diese Meldung hier, so schreibt der Focus weiter, ist aus 2 Gründen besonders bemerkenswert. Nämlich in England fahren ja erst 300.000 Elektroautos.
Elektroautos. Und wie soll das denn dann erst werden, wenn 2030 überhaupt keine Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr zugelassen werden? Das bedeutet ja nicht, dass dann alle Benzin- und Dieselfahrzeuge automatisch an dem Tag von der Straße verbannt sind und alle gleichzeitig nur noch elektrisch fahren. Das heißt ja nur, dass Verbrennerfahrzeuge nicht mehr zugelassen werden. Hier wird also wieder suggeriert, das ist ja, kennt man ja auch aus der Diskussion hier in Deutschland, wenn wir so ein Verbrennerverbot haben, dann würden plötzlich alle Verbrenner verschwinden und durch Elektroautos ersetzt werden. Das ist ja so nicht der Fall. Es gibt ja viele, viele Jahre Zeit und selbst hier bis 2030 sind es noch 8 Jahre, die Stromnetze entsprechend anzupassen. Wenn man will, dann kann man das. Wenn man natürlich nichts tut, kann es zu Problemen kommen. Die Netzbetreiber sind aber schlau genug und handeln. Und von daher ist das eine völlig unbegründete Handlung. Wenn natürlich in Großbritannien die Stromnetzbetreiber nicht auf diesen Bedarf reagieren und auch die Erzeugungskapazitäten für erneuerbare Energien nicht entsprechend ausgebaut werden und die Speicher dazu, dann läuft man natürlich in eine problematische Situation hinein, wenn dann so ab 2035, 2040 wirklich große, große Mengen an Elektrofahrzeugen bewegt werden. Aber ehrlich gesagt, sind die in England etwa dümmer als wir? Das glaube ich nicht. Denn die werden genauso darauf reagieren und von daher ist das auch hier wieder so eine Horrorvision, die hier irgendwie aufgesetzt wird. Gehen wir mal über die Werbung drüber und dann geht es hier weiter. Geht natürlich weiter. Das Thema E-Fahrzeuge wird dann noch erweitert um Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungen, die jetzt gar nicht mehr neu gebaut werden. Aber gut, könnte dann ferngesteuert der Saft abgedreht werden. Und dann nimmt man wieder so ein Thema raus, was wir vor einigen Monaten schon mal hatten, nämlich da gab es so einen Entwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium, nachdem geplant war, auch in Deutschland Wallboxen hart abzuschalten. Das Ganze unter dem Begriff Spitzenglättung ist durch die Presse gegangen und auch bei uns wurde entsprechend getitelt, ja, wenn das durchgeht, dann können Elektroautos gar nicht mehr geladen werden und das suggeriert ja, dass man sich so ein Auto gar nicht kaufen sollte, weil man kann es ja dann irgendwie gar nicht laden, was natürlich kompletter Unfug ist. Und das Bundeswirtschaftsministerium hat damals gesagt, naja, das war ja auch nur ein Entwurf. Und ihr kennt die Diskussion, ihr habt das damals vielleicht nachverfolgt, dass das auch dann extrem Widerspruch gab vom VDA, der gesagt habe, das geht natürlich nicht, wir dürfen die Menschen so nicht verunsichern. Völlig unabhängig davon, ob man mit solchen harten Abschaltungen tatsächlich ein Problem bekommt oder nicht, sondern die Wallboxen sollen ja gesteuert werden. Und steuern heißt nicht abschalten, sondern steuern heißt in dem Fall einfach, wenn nötig, die Ladeleistung ein wenig reduzieren oder in andere Zeiten schieben. Das wäre natürlich schön, wenn der Fokus das auch mal entsprechend ansprechen würde. Jetzt wird hier sozusagen ein bisschen nochmal ein Horrorszenario aufgebaut in dem Bericht, wie viel E-Fahrzeuge denn schon vorhanden sind und wie sich das weiterentwickelt. Und dann kommt so ein Satz, den ich besonders krass finde. Ich zitiere mal, da E-Autos weiter massiv mit Steuergeldern gefördert werden. Warum schreibt man denn nicht einfach, da Elektroautos gefördert werden? Warum muss man diesen Begriff massiv dort einbauen? Okay. Und gleichzeitig wegen neuer CO2-Steuern, dass Tanken immer teurer wird und dann kommt ein Spiegelstrich und ein Einschub. Vor allem die Grünen fordern Höchstpreise, um Autofahrer zu belasten. Werden deutsche Straßen wohl immer stärker mit E-Autos geflutet? Ich meine mich daran zu erinnern, dass die Grünen in den letzten 16 Jahren nicht in der Bundesregierung beteiligt waren und dass die Idee, die CO2-Steuern anzuheben, um mehr für den Klimaschutz zu tun, nicht von den Grünen kam, sondern dass genau diese Regelung, die wir heute haben und die Beschlüsse dazu, wie die Benzinpreise ansteigen werden, durch CDU und SPD beschlossen wurden. Und nicht von den Grünen. Und die Grünen fördern auch keine Höchstpreise, sondern die Grünen fordern nur im Wahlkampf, haben sie gefordert und damit sind sie auch ein bisschen auf die Nase gefallen, weil man es eben nicht verstanden und den Leuten nicht erklärt hat, dass das, was ohnehin beschlossen ist, nämlich eine Steigerung des Benzinpreises durch Anheben der CO2-Besteuerung bis 2026 um 16 Cent, insgesamt um 16 Cent, um ein ganzes Jahr vorzuziehen. Und das wird hier in diesem Beitrag vom Focus umschrieben mit dem Begriff Höchstpreise, um Autofahrer zu belasten. Ja, lieber Autofahrer, ich werde als Elektroautofahrer auch von manchen Dingen belastet und wer halt ein Fahrzeug fährt, das massiv das Klima schadet, der muss halt auch mal ein wenig in die richtige Richtung gestupst werden, indem die Preise angehoben werden.
Ich weiß nicht, wie die Sondierungsverhandlungen zur neuen Bundesregierung ausgehen. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wann ihr dieses Video seht. Aber erinnern wir uns bitte daran, dass auch eine Partei, die der Wirtschaft sehr nahe steht und auch der Automobilindustrie sicherlich sehr, sehr nahe steht, im Wahlkampf gefordert hat, den Klimaschutz alleine durch die CO2-Bepreisung zu steuern. Nur mal so am Rande. Ihr könnt euch dann mal gerne selber ausrechnen, um wie viel der Preis für eine Tonne CO2 ansteigen müsste, um den Benzinpreis alleine dadurch auf etwa 2 bis 3 Euro zu bringen, um die Menschen vielleicht ein bisschen doch diese Lenkungswirkung nahe zu bringen, die Menschen zum Umdenken zu bringen. Ich meine mal gelesen zu haben, dass der Preis pro Tonne CO2 dann auf über 500 Euro ansteigen sollte. Und das von der FDP. Na gut, okay, also ihr merkt, was das für ein Unfug ist. Dann geht es in diesem Beitrag weiter nach der Werbung. Alles rund um das Thema E-Mobilität. Okay, also letztlich war es das dann auch schon. Und ihr merkt also mal wieder, dass der Fokus hier mal wieder eine Drohgebärde aufbaut und ein Horrorszenario konstruiert, das es so überhaupt gar nicht gibt, dass das Thema Spitzenglättung im Sinne von harter Abschaltung von Wallboxen natürlich so vom Tisch ist, sondern dass es darum geht, das Ganze intelligent zu steuern und nicht blind einfach die Wallboxen an- und auszuschalten. Und es geht ja auch nicht nur darum, Wallboxen runterzuregeln, wenn wir zum Beispiel einen Versorgungsengpass haben oder wenn wir ein geringes Angebot an erneuerbaren Energien haben, sondern es geht im umgekehrten Fall natürlich auch darum, solche Tage haben wir ja auch immer mehr, zum Beispiel die Ladeleistung von Wallboxen anzuheben, wenn eben ein hohes Angebot an erneuerbaren Energien ist. Und mit dieser atmenden Geschichte wird man lernen, umgehen zu müssen. Und sie ist auch positiv, denn das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen das Angebot der Natur an Wind und Sonne möglichst optimal nutzen und möglichst auch direkt nutzen, um eben möglichst wenig speichern zu müssen. Und von einem harten An- und Abschalten kann überhaupt gar nicht die Rede sein. Ich glaube, das verfolgt eigentlich niemand. Ernsthaft zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Es lohnt sich also bei solchen Artikeln auf Focus Online oder wo auch immer genau hinzugucken und sich auch mal die Wörter im Einzelnen genau anzugucken. Und ich hoffe, ich konnte euch hier jetzt ein bisschen die Sorge nehmen. Keiner droht den Elektroautofahrern den Saft abzudrehen. Das wäre ja absolut kontraproduktiv. Es haben sich ja alle Parteien im Wahlkampf bis auf eine, zumindest eine der kleinen, großen, für die E-Mobilität ausgesprochen und niemand käme ernsthaft auf die Idee, das Thema jetzt abzuwürgen, indem man so ein Szenario aufbaut, wie hier in diesem Beitrag dargestellt. Also dieser Beitrag gehört meiner Meinung nach eher in den Lokus als in den, na, ihr wisst, was ich sagen will. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn nicht, dann gebt gerne einen Daumen nach unten und vergesst nicht wie immer die Bitte, die Aufforderung, die Hoffnung. Schreibt mal was in die Kommentare. Wie seht ihr das? Lohnt es sich überhaupt, zu solchen Artikeln ein Video aufzunehmen? Wie seht ihr die Geschichte? Habt ihr Angst vor dem harten Abschalten eurer Wallboxen? Befürchtet ihr Blackouts? Schreibt es mal in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen darüber diskutieren. Von meiner Couch aus sage ich euch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.